Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Ja, ihr fragt euch sicherlich, Zero, wo warst du denn die letzten Tage? Ich sag's euch, ich habe alle drei Dark Souls-Teile durchgespielt. Ich hab's halt als meinen persönlichen Weg des Ninjas gesehen, diese drei Spiele einmal durchzuspielen. Und ich hab's gemacht, alleine, solo, komplett alle Bosse. Und als Fazit muss ich sagen, Dark Souls 1 schwer, Dark Souls 2 leicht, Dark Souls 3 arschschwer. Ja. Aber es hat Spaß gemacht und nochmal werde ich das aber nicht machen. Und ja, ich habe es natürlich nicht aufgenommen und das liegt daran, dass ich nicht wusste, wie weit ich komme, weil bei diesem Spiel ist es halt möglich, jederzeit die Lust zu verlieren, wenn man irgendwo festhängt. Das hatte ich zum Beispiel gestern, da habe ich den Boss von Dark Souls 3 bekämpft, habe die ganze Zeit verloren und habe mir gedacht, okay, scheiß drauf, Spiel vorbei für mich. Und dann habe ich es heute nochmal gemacht und jetzt bin ich gerade da raus, bin heilfroh und ja, wir können unsere Quests weitermachen. Was haben wir denn hier? Fragen und Antworten. Während der Schlacht in der, was, kennen wir das? Was haben wir noch? Vergeltung, mein Zuhause wurde zerstört, meine Eltern und meine Geliebten ermordet. Achso, das ist ein Top-Quest. Achso. Ah, hier waren wir gerade, ne? Hilft dabei, die Kranken und Verwundeten im Kloster zu behandeln. Ich wusste, dass mir die Oberen irgendwie nicht so bekannt vorkamen. So, wir sind, wo sind wir gerade? Wir sind nicht da, wo ich sein wollte. Wir waren beim Henker und haben die Mission gemacht. Stimmt, wegen dem Verwundeten mit dem Knöchel, ne? Dann müssen wir jetzt zurück. Wo war das jetzt? Das war hier im Kloster, oder? Ja. Ja, das verfeindete Kloster. Wir gucken einfach mal. Ich meine, ich habe jetzt Dark Souls-Erfahrung. Ich werde ja wohl hier mit ein paar Leuten klarkommen, die mich töten wollen. Ganz ehrlich. Es war aber auch schwer. Aber ihr merkt schon, ich bin gerade sehr, sehr glücklich, dass ich diesen Boss endlich erlegt habe. Oh, Letschko mag mich auch nicht. Warum nicht? Was habe ich da gemacht? Weiß das noch einer? Ich war immer lieb und artig, soweit ich weiß. Naja. Egal. So, wir dürften hier eigentlich angehalten werden, oder? Nein, ich bin durchgekommen. Eine Sensation. Ich dachte eigentlich, jetzt kommen die Wachen und verprügeln mich. So, okay. Wir steigen am besten ab und gucken, dass wir uns hier irgendwie reinschleichen können. So. Keine Wache hier? Finde ich gut. Sind alle tot. So einfach macht man sich das, wenn man einfach alle Wachen tötet. Ich meine, hier werden wahrscheinlich noch ein, zwei rumlaufen, aber naja. Sein Leiden hat ein Ende. Ich wollte ihm doch gerade. Du warst der mit dem Bein, oder? Ja. Ich hab den nicht umgebracht. Das war doch der mit der Medizin. Einen Scheiß habe ich gemacht. Ja? Habe ich irgendjemand dabei gesehen? Ich glaube nicht. Okay. Was? Was ist geschehen? Wir haben dich zurück unter die Lebenden gebracht. Was? Wie lange war ich bewusstlos? Eine ganze Weile. Deine Freunde sind schon weg. Ich muss sie finden. Erhol dich erstmal. Die nächsten ein, zwei Wochen wirst du geschwächt sein. Deine Freunde sind sicher in Ratei gelandet, wie die meisten von uns. Also gut. Ach, und Heinrich? Hm? Danke. Bitte. Hm? Hm? Nee, das war der mit dem Bein. Wieso ist der denn gestorben? Hä? Das war doch der mit dem Bein, oder? Was ist jetzt wieder los? Trink doch dein Gebräu. Es ist alle. Du hättest was aufheben sollen. Ja, hab ich aber nicht. Kannst du mehr brauen? Das ist das letzte Mal. Das ist das letzte Mal. Lass mich nächstes Mal schlafen. Mehr? Ja, bitte. Das ist doch ein Drogenjunkie. Bei den Heiligen.
Was machst du hier? Was ich kann. Kennen wir schon alles. Abdank. Sicher. Wo ist die Troller? Was hat sie mit dem Typen gemacht? Die wollte ihm gerade mit dem Bein helfen. Erzähl mir mehr über die Lage vor Ort. Nichts Neues, ne? Danke. Mehr Wort. Dann viel Glück. Super, ey. Das war doch der mit dem Bein, oder? Ich meine, das waren alle, die auf dem Bett lagen. Ansehen. Er braucht nur etwas Schlaf. Der kommt aus eigener Kraft durch. Was war der mit dem Bein? Aber hundertprozentig. Was ist denn mit dem passiert? Der liegt nicht mehr auf seinem Bett. Habe ich den umgebracht? Ist das dein Ernst? Habe ich den aus Versehen umgebracht? Kann mir einer erzählen, was ich gemacht habe? Du? Oh, hi. Was? Wo läufst du denn hin? Ich wollte dich anquatschen. Lauf doch nicht weg. Red mit mir. Was läuft denn der weg? Was ist mit den Leuten hier nicht in Ordnung? Na gut, dann kann ich hier wenigstens brauen. So, Schlaftrunk wollte er haben, ne? So, wir haben Wermutstrank, der deine Venen stärker, bla bla. Nein, brauchen wir nicht. Retterschnaps. Oh Gott, ich hoffe, ihr hört das draußen nicht. Da ist gerade jemand am Flur wischen. Puppenmachertrank, nein. Schlaftrunk, da. Wir brauchen eine Mohnblume, eine Einbeere und eine Distel. Haben wir das noch? Kann sein, dass ich das verbraucht habe. Okay, wir brauchen Mohnblume, Einbeere, Distel. Okay. Inventar. Gott. Das sieht nicht gut aus. Ferdinand, du hast doch bestimmt all meine Kräuter am Start, ne? Wir brauchen die Distel. Gib her den Scheiß. Ins Inventar. Komm, alles. Einbeere, haben wir nur eine hier? Oh Gott. Was war das andere? Ach du Scheiße. Haben wir das nicht mehr? Ich glaub nicht. Was war das denn? Mohnblume. Wir haben keine Mohnblumen mehr. Na gut, dann halt nicht. Ups. Ich glaube, wir haben keine Mohnblumen. Distel, Einbeere. Das ist kacke. Dann müssen wir das ein anderes Mal machen. Ja gut, dann machen wir das ein anderes Mal. Dann werden wir die Quest erstmal pausieren, bis ich den Rest habe. Aber ich weiß auch noch nicht, wie ich da irgendwie Hilfe bekomme. Hm. Willst du mich an der Nase rumführen? Ich weiß einfach nicht, wie ich an Hilfe komme. Du bist... Was ist nicht mit Ordnung mit ihm? Wieso hat er so eine Angst vor mir? Na gut. Quest. Was haben wir denn noch? Maskerade. Matthäus und Fritz haben einen Plan. Ach so, ja gut. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns einfach eine neue Quest an, ne? Ja, da haben wir doch eine direkt hinter uns. Der wird mir wahrscheinlich einen Scheiß geben, aber Versuch ist es wert. War das nicht der mit seinem Beet? Hat dich die nicht umgebracht? Den Nikolas? Ist er deswegen so hinter mir? Hey, hier ist alles nachgewachsen. Cool. Wir haben keine Mohnblumen. Mohnblumen sind rot. Schade. Wieso ist hier alles so schnell nachgewachsen? Distel. Ja gut. Disteln haben wir hier ohne Ende. Hey, wer ist... Hi. Hey, du! Halt! Nein, ich gebe auf. Ich gebe doch schon auf. Ich will da rein. Jetzt hab ich dich, du Stück Scheiße. Das Morden wird dir noch verdammt leid tun. Du landest im Kerker und ich hoffe, du verrottest dort. Okay, was machen wir?
Wir sind gut in Redekunst, aber auch in Leg dich nicht mit mir an. Weil ich meine, wir haben einige Leute umgebracht. Genug. Na, verdammt. Unverschämtheit. Wie du willst, du. Tschüss. Ich schlachte dich ab. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Kann ich das jetzt nochmal machen? Ich dich, du Abschaum. Jetzt, ich will. Ja, nice. Gut, dann versuchen wir es mal damit. Du machst ein Groß. Gut, dann töte ich ihn halt. Ach, Faustkampf. Kannst du nicht mehr? Mist. Was machst du denn, Faustkampf? Bist du blöd oder so? Komm, schön gegen die Wand. Hey! Du wirst leiden. Du bist ganz schön blöd, ohne Waffe gegen mich zu kämpfen. Na komm. Oh Gott, da kommt noch einer, ne? Er ist schnell. Ich mach gar nichts. Blutrausch! Nice. So, was haben wir denn so Schönes? Geld. Und Rundschlüssel. Nehme ich. Er hat eine Waffe, die Nadel heißt. Oh mein Gott. Die muss ich mitnehmen. Game of Thrones lässt grüßen. So, aber war rechts nicht. War rechts Bogen? Ach, rechts war Bogen, okay. Oh, gut. Oh, ich habe gerade den Quest. Oh, ich dachte schon, ich habe den Questgeber umgebracht. Ist das der Typ, der hier panisch durch die Gegend läuft? Kacke! Oh nein! Oh nein, das ist der Questgeber! Oh, ich hab den. Oh, ich hab den Questgeber. Oh nein! Oh nein! Ich. Oh, gut. Kann man den irgendwie loswerden? Kann man die Leiche irgendwie verbrennen oder so? Vielleicht steht er nochmal auf, wer weiß. Vielleicht ist. Er ist vielleicht gar nicht tot. Auch wenn er plündern steht. Okay. Okay. Die Quest machen wir also schon mal nicht. Ist gut zu wissen. Kacke. Oh nein. Oh, das ärgert mich, dass ich die Quest nicht machen kann, weil ich ihn umgebracht habe. Oh, ich habe nicht gecheckt, dass das der Questgeber ist. Ach du Scheiße. Oh, bin ich blöd. Oh nein. Oh. Na gut, eine Quest weniger für uns. Also ich finde es schön, dass der Questgeber immer noch angezeigt wird. Gehen wir nach Sasau. Ach, nein, ey. Oh nein. Oh, ihr wisst gar nicht, wie mich das ärgert jetzt, ne? Egal. Wir vergessen das einfach. Vielleicht steht er nochmal auf. Immerhin wird die Quest ja noch angezeigt und keine Ahnung. Vielleicht wird er ausgetauscht. Was ist denn nun los? Hab ich dich, du Abschaum. Jetzt bezahlst du für den Mord, den du begangen hast. Du landest im Kerk. 21 hat er, aber dafür hat er davon sehr, sehr wenig. Willst du mich verarschen? Wie du. Ja, komm, wir gehen jetzt. Scheiß drauf. Dann der Kerker. Bewegung. Verrotten sollst du doch. Mal gucken, wie lange wir bleiben. 10 Tage. Oh, das ist ja recht wenig für Mord, ne? Vor allem für so viele, wie ich umgebracht habe. Meine Fresse, hat das lang gedauert. Ich bin am Verhungern. Hallo. Ich bin endlich draußen. Gucken wir mal unsere schöne Zelle an. Hier waren wir 10 Tage drin. Ist schon recht gemütlich. Moment, jetzt wurde die Leiche wurde abtransportiert, ne? Ich bin frei. Ja. Ja, guck mal auf die Karte.
sind wir jetzt? Liegt die Leiche da etwa? Die ist doch schon voll am Verrotten nach 10 Tagen. Schauen wir mal. Ja. Jetzt dürften die Leute ja nicht mehr so viel Angst vor mir haben. Oh, ich glaube, ich habe Hunger. Nur Sekunde. Oder ich bin müde. Oh, ich habe immer noch Hunger. Heilige Scheiße. Ja. Oh, ist die Leiche jetzt im Mausoleum drin? Kommt man hier irgendwie rein? Ich komm da nicht rein! Das ist so. Doch, doch. Hä? Das war nicht das, was ich erwartet habe. Aber wir knacken einfach mal das Schloss, weil wir können. Viel war da ja nicht drin. Der ist da drin! Der Bengel! Und ich komm da nicht hin! Da liegen bestimmt die ganzen Leichen drin von allen NPCs, die ich getötet habe und von allen einfach. Weil es gab damals in Skyrim, gab es ja auch einen Raum, wo alle Leichen drin lagen. Einfach nur, ja, weil irgendwo muss das Stuff halt hin, ne? So. Und das haben die jetzt wahrscheinlich hier genauso geregelt. Mit einem fucking Mausoleum. Und jetzt wird dir dann immer die Quest angezeigt. Wahrscheinlich gibt es einen Erfolg, der heißt, dass man alle Quests lösen muss. Und das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Na gut. Huch, das ist ein bisschen schnell mit der Maus. So. Gut, gehen wir jetzt aber zurück nach Sasau. Zum Questgeber. Und dann schauen wir mal. Wie lustig. Jetzt haben wir wenigstens erfahren, wo alle Leute landen, wenn man sie tötet. Man müsste dann einfach... Vielleicht gibt es irgendwie einen Cheat, um so den Ghost-Modus anzuschalten, um mal reinzufliegen. Das würde mich interessieren, wie es da drin aussieht. Wahrscheinlich einfach nur so ein Leichenberg. So, wo ist denn der Questgeber? Ach, der ist ja gleich hier. Ja. Scharlatan? Ha! Ich kenne dich! Von irgendwoher. Woher kenne ich dich nur? Was? Ich hab's. Der Traum. Du warst in einem Boot aus Knochen. Und ich setzte dir eine Dornenkrone auf. Okay, Übung. Alchemietaschendiebstahl. Würdest du mich in der Alchemie unterweisen? Willst du mich verarschen? Ach komm! Ich soll dich unterrichten nach allem, was du getan hast? Das war nur ein Traum! Du hast es gerade selbst gesagt. Tag. Du hast selbst gesagt, dass... Okay, wenn ich seine Quest löse, könnte er aber wieder gut zu mir sein. Wegen deines Traums. Wegen deines seltsamen Traums. Ich wusste, du bist interessiert. Der Traum. Ja, der Traum ist wahr geworden. Ich träumte... Ein junger Mann würde kommen und mein Lehrling im Wunderhandel werden. Wunderhandel? Heute ist wohl mein Glückstag. Oh, dann habe ich also Glück. Im Gegenteil, ich bin der Glückspilz. Wie heißt du, junger Mann? Heinrich. Heinrich. Ein machtvoller Name. Also, Heinrich, bist du bereit, mein Lehrling zu werden? Nö. Ich werde natürlich dein Lehrling, damit du mir Alchemie beibringst und so ein Kram. Ja, ich werde gern dein Lehrling. Wunderbar! Oh, du schöner Tag! Ich habe einen Nachfolger gefunden! Also gut, womit beginnen wir die Ausbildung? Mit einer Prüfung deiner praktischen Fähigkeiten. Oh. Ich habe ein Auge auf 3 wertvolle Objekte geworfen. Aber sie sind sehr schwer zu bekommen. Fahre fort. Fahre fort? Zunächst einmal brauche ich einen Zahn des heiligen Prokop, dann noch den Zweig eines Richtfestbaums
und zuletzt den Glücksbringer eines Spielers. Herr im Himmel, so viel? Na gut, aber eins nach dem anderen. Oh, schon wieder der Prokop. Ich hab doch schon einen Knochen von ihm weggenommen, also in Anführungszeichen. Wegen des Zahns. Das wird etwas komplizierter, nicht wahr? Ich weiß. Ja, so eine seltene Reliquie kann man nur sehr schwer erreichen. Daher habe ich einen anderen Vorschlag. Ich höre. Ein Laienbruder namens Prokop lebt im Kloster. Und wie es der Zufall will, habe ich kürzlich herausgefunden, dass ihn ein kranker Zahn plagt. Woher weißt du von dem kranken Zahn? Woher weißt du von dem kranken Zahn? Er hat es mir in der Schenke gesagt. Aber das ist unwichtig. Und wie kriege ich seinen Zahn? Und wie soll ich an den Zahn kommen? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Denk dir etwas aus. Vielleicht überzeugst du ihn ja, dass er ihn vom Schmied ziehen lässt. Also gut, ich beschaffe ihn dir. Gut, ich werde ihn beschaffen. Wunderbar. Ich kann mich auch mit ihm prügeln, oder? Was ist ein Richtfestbaum? Was ist ein Richtfestbaum? Du bist wohl kein Schreiner. Nein, ich bin Schmied. Verstehe. Nun, ein Richtfestbaum ist ein geschmückter Nadelbaum. Ein Zweig davon wird ans Dach eines neuen Hauses gebunden, um Glück und Gottes Segen zu bringen. Den können wir ja selbst machen. Dann müssen wir doch nur irgendwo einen Zweig abbrechen, ein paar Bänder kaufen und uns selbst einen Richtfestbaum machen. Du verstehst nicht, junger Mann. Der Baum wird vorher von einem Pfarrer gesegnet und hängt an der größten Kirche weit und breit. Den kann man nicht einfach ersetzen. Oh, also gut. Okay, und wie soll ich an den Baum herankommen? Der Baum hängt ziemlich hoch, nicht wahr? Sicher. Gemäß der Tradition wird er oben aufs Dach gehängt und die Kirche ist hoch. Und wie soll ich dann herankommen? Weiß ich auch nicht, aber irgendwie haben sie ihn schließlich hochgebracht. Okay, ich besorge dir den Zweig. Gut, ich hole den Zweig. Okay, woher bekomme ich den Glücksbringer eines Spielers? Dieser Talisman. Wo finde ich so einen? Ich habe einen speziellen im Hinterkopf. Im hiesigen Gasthaus gibt es einen Würfelspieler, der eine Katzenpfote als Glücksbringer bei sich trägt. Das reicht. Okay. Hat er doch Hasenpfote gesagt, oder nicht? Eine Katzenpfote? Ach, Katzenpfote. Ich dachte, Spieler tragen Hasenpfoten bei sich. Dachte ich auch. Aber dieser Mann gewinnt ein Spiel nach dem anderen. Also ist seine Pfote eindeutig mächtig. Oh. Na gut. Also gut. Ich mache mich auf. Tschüss. Allein schon Charlatan heißt er. Ist auch nicht schlecht. Okay, dann besorgen wir ihm mal sein Stuff. Wir müssen eh zur Kneipe und schlafen. Und was ist denn? Ach, ich drücke mal Start, wenn ich auf die Karte will. So, Karte. Ich möchte gerne... Ach, Schenke, ne? Ach, Mist. Egal. Gehen wir so zur Schenke. Wir werden schon irgendwann an Schlaf kommen. Zur Not esse ich halt Brot. Habe ich Brot dabei? Ja, ich drücke schon wieder Start. Habe ich Brote dabei? Nein. Ja. Das eine ist hier. Beschaffe die Katzenpfote. Das ist aber nicht bei der Schenke. Na gut. Gehen wir da zuerst hin. Allmächtiger. So, das wird wohl reichen. Den Rest kann ich zu Fuß ablaufen. Der wird hier irgendwo rumlaufen. Da ist er doch. Den zu beklauen wird doch easy. Wir müssen nur auf den perfekten Moment warten. Oh, was sind das für Pflanzen? Kann ich die nehmen? Das sind Brennnesseln. Oder? Nee. Irgendein anderer Stuff. Genau. Einfach so bleiben. Oh, ich hab mehr als genug Zeit. Boom.
klauen wir ihm alles, was hat. Ach, oh. Ich glaube, das ist unser Kollege, den wir beklauen sollen. Hey, hey. Was treibst du denn da? Siehst du mich etwa? Nein. Da ist die Katzenfoto. Hab sie. Dankeschön. So. Das war Schritt Nummer 1. So. Katzenfoto hätten wir somit, ne? Wer ist da? Gar nichts gemacht. Bring etwas zum Scharlatan, ja. Gut, dann haben wir halt noch... Achso, C, okay. Ups. Ich muss viel mehr mit der Maus machen, ey. Dann haben wir hier die Kirche oben drauf, da haben wir das Gerüst. Und der Zahn des Knechts. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Ferdinand! Bitte nicht hier rein. Ach Gott, shit. Kann ich springen? Ja. Ich weiß nicht mehr, wie man springt. Mit dem Pferd. Das war doch X. Aber er hat nicht gesprungen. Ah, jetzt tut das wieder. Na gut. So, ich muss mal ganz kurz die Aktivitätengeber auch noch ansprechen, weil ich das ja offscreen mache und ja. Ich sie sonst nicht wiederfinde. Nice. So. Und du bist jetzt nicht auf der anderen Seite, oder? Ach Gott. Gib mich Aktivität. Nein, nicht reingehen, nicht die Tür zu machen. Achso. Hey, was willst du hier? Ah, oh, Wildjagen ist gut, das mag ich. Brauchst du eine helfende Hand, Fleischermeister? Hallo? Ich verstehe, die Straßen sind nicht mehr sicher. Ich soll wildern gehen? Ich will dir ja nicht den Brei verderben, aber Wild wächst nicht auf Bäumen. Jetzt muss man das lesen, ey. Ja, ich mache es. Na schön, dann mache ich mal einen Spaziergang und wenn mir was vor die Füße fällt, bringe ich es zu dir. Weil die Folge ist seltsam. Tschüss. Ach, tschüss kannst du sagen. Finde ich gut. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische, ganz normal. Und mal gucken. Vielleicht werde ich noch ein paar Aktivitäten machen oder so. Ich weiß es noch nicht. Je nachdem. Wobei eher nicht, weil heute Abend ist Earth in League of Legends und deswegen werde ich wahrscheinlich Earth zocken. Haut rein, euer Zero. Tschüss.